Hallo ihr Lieben. Corona, was für ein Wort. Das hat uns schon ganz schön lange verfolgt und wird es sicherlich auch noch. Aber wir verlieren ja das Lächeln nicht im Gesicht und wollen uns einfach auch ein bisschen Mut machen und ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit gut hinter euch gebracht, die wir jetzt hatten und konntet sie mit Dingen füllen, wo vielleicht manchmal nicht so viel Zeit war. Ich habe auf jeden Fall die Zeit genutzt, um viel Sport zu treiben, viel joggen, viel laufen, viel wandern und war zwischendurch auch super, super kreativ. Ihr könnt euch also auf ganz viele tolle neue Dinge freuen, die es demnächst bei uns geben wird. Und was natürlich auch total schön ist in dieser Zeit und was man einfach vielleicht auch mal positiv sehen darf, ist, dass man natürlich viel Zeit für die Familie hatte, mal toll kochen konnte und einfach auch mal Zeit und Lust hatte, was auszuprobieren und sich vielleicht auch mal was zu kochen oder was zu genießen, was sonst nicht so die Regel ist. Und das finde ich ist auch eine ganz andere Art von Luxus, die wir in der Zeit hatten. Und ich glaube, so muss man sich einfach an diesen schönen Dingen das Leben so ein bisschen bezaubern. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.